Es ist toll, dass es in dieser Region auch ein Open Air gibt. Genau. Vielleicht ein paar Leute, die man kennt. Tolle Stimmung. Ja, wir sind hier am Liestal, ja, für uns ein ganz spezielles, kleines, feines Open Air Mitte in der Stadt. Wir kommen hier in eine Gegend, wo normal keine Konzerte in der Dimension laufen, und einmal im Jahr wird den Liestal zur Rock City, und wir haben da eigentlich immer ein ganz tolles Publikum, ist sehr familiär, ist auch ein ganz toller Ort, wirklich Mitte in der Stadt, keine Verkehrsprobleme, eigentlich ein toller Anlass für uns. Okay. Ich finde das super lässig, dass Liestal das hier macht. Das ist mein Highlight, dass es gibt. Ja, man sieht immer wieder Kollegen und so, die man schon lange nicht gesehen hat, trifft man meistens da an den Open Airs da. Ist gut, ist immer eine gute Stimmung. Es ist angenehm hier, die Atmosphäre ist angenehm und ja. Ich denke, es wird sicher cool werden, so eine gute Stimmung. Schon ein paar Leute hier. Ein kleines, super organisiertes Festival. Macht Spass, hier zu sein. Ist echt cool. Es ist einfach cool, so mit Freunden hier zu sein, etwas zusammen trinken, Musik hören. Ja. Ja, heute haben wir ein Heimspiel für Baschi, ich kenne den Baschi schon lange, und wir haben immer darüber gewitzelt, dass wir ihn jetzt irgendwann auch mal hier auf die Bühne stellen müssen. Und jetzt ist es dieses Jahr gelungen. Er macht gar nicht viele Festivals dieses Jahr. Und aus Basel-Stadt kommt ein Brandherd dazu. So haben wir eine ganz tolle einheimische Kombination, die wir heute bieten können. Wir sind natürlich eine Band aus der Region und haben durch das natürlich auch unser Netzwerk und die Leute, die wir hier kennen. Und zu diesem Konzert ist es natürlich auch, wenn wir den Booker, der hier das Booking macht, sehr gut kennen. Und er weiss, dass wir live gut abdrucken können. Und wir wissen, dass er ein gutes Open Air macht und so jetzt eine zum anderen geführt. Also wir sind ja jetzt das dritte Mal, glaube ich, mit der Liveband unterwegs. Das ist so ein bisschen ein Unterschied halt zu sonst, wie man uns kennt. Das ist sicher ein sehr energiereicher Auftritt. Er ist aber auch musikalischer mit der Band. Es wird einiges passieren auf der Bühne. Wir haben sogar noch zwei Specials dabei, wo noch ein bisschen von Feuer werden sorgen. Und es wird sicher einen gleichgeladenen Auftritt geben. Ja, ich habe schon mal am Liestal einen Auftritt gehabt. Vor, ich weiß gar nicht ganz genau, 2, 3, 4 Jahren. Bin ich schon mal an dem Open Air gesehen. Ich kenne den Veranstalter persönlich, weil der Veranstalter tut auch 2, 3 andere Festivals veranstalten, wo ich auch schon auftreten bin. Und ich glaube, es liegt auch noch nahe. Ich komme aus dem Baselbiet und das ist auch wirklich praktisch ein kleines Heimspiel für mich. Und jetzt bin ich da. Es war ja früher ein Verein, der hier federführend war in der Organisation, und letztes Jahr haben wir das dann im Auftrag vom Verein das erste Mal selber organisiert, um auch die Marktbearbeitung, die wir sowieso das ganze Jahr über mache, auch hier mit einfließen zu lassen. Ich glaube, das bringt schon Vorteile, wie wenn man einmal im Jahr sich für eine Veranstaltung zusammenrauft, dann weiß man oft nicht, ob die Künstler so angesagt sind wie die Gagenforderungen, weil die sind natürlich in den letzten Jahren massiv gestiegen. Weitermachen. Ja, außer dass halt die Bühne bei einem St. Gallen oder Gurten Festival logisch halt zweimal so gross ist und halt vielleicht Zuschauer halt auch zehnmal so viele Leute halt da sind, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ich meine, das Feeling ist grundsätzlich bei einem eher kleineren Open Air wie das zu einem grösseren eigentlich gleich. Logisch, eben, bei einem grösseren ist einfach alles grösser. Mehr Bands, grössere Bühne, vielleicht ein bisschen gehetzter und so. Aber schlussendlich, egal auf welcher Bühne du spielst, du musst immer Vollgas geben. Und ob du jetzt auf einer kleinen oder einer grossen Bühne spielst, spielt keine Rolle. Ja, es ist viel persönlicher, gell? Man hat vielleicht mehr Kontakt auch zu den anderen Künstlern. Man ist nicht einfach so abgeschottet. Ich meine, St. Gallen oder andere grosse Open Airs, die einfach verschiedene Bühnen haben und so. Und da ist eben, man sieht alle, es ist eigentlich gemütliche Atmosphäre und so. Nach dem Festival ist immer vor dem Festival. Wir planen natürlich jetzt schon die Zukunft. Hier kann man aber nicht drüber reden, aber wir versuchen jetzt schon festzulegen, welche Headliner wir nächstes Jahr auch wo sehen.
Und wir wollen die Marke Liestal eher natürlich da überall hochheben, wo es auch Sinn macht. Und ich denke, da haben wir jetzt eine gute Grundlage geschaffen, seit wir das Open Air auf 2 Tage ausgebaut haben und so zielgruppenorientierter arbeiten können. Und ich glaube, es spricht sich jetzt auch bei den Bands rum, dass man hier eine ganz tolle Ambiente habe und auch ein ganz tolles Publikum. Wir sind natürlich immer wieder ein bisschen etwas am Arbeiten. Wir haben ja Side-Projects vom Fetch, der mit den Swiss Avengers unterwegs ist. Wir arbeiten an einem neuen Album, das Anfang nächstes Jahr vielleicht rauskommen sollte. Wir sind unterwegs mit der Band. Also es ist 999, ist unsere zweite Crew, die wir haben. Sie haben ein Album draus. Es läuft einiges, kann man sagen. Ja, ich habe mit meinem Studiopartner haben wir ein Tonstudio. Dort machen wir gerade momentan viele Produktionen für andere Künstler. Bin immer wieder selber natürlich an meinen eigenen Sachen dran. Ich will so schnell wie es geht auch wieder ein neues Album bringen. Und mache jetzt eben noch ein paar Konzerte, ein paar Festivals durch den Sommer. Ja, ich bin recht beschäftigt und unterwegs und das ist cool, ja. Iron May könnte kommen. Ja, das wäre super. Ja, vielleicht der Blick oder so, das wäre noch cool, ja. Ich finde, dass nächstes Jahr als Hauptegler Touristen sind statt der Baschi. Weil dann sind noch mehr Leute da und können uns mit allen geniessen. 2008 hat Blick hier schon mal gespielt. Ne? Es war immer ein Festival, wo bekannt dafür war, Künstler schon früh zu entdecken und zu unterstützen. Es war musikalisch sehr, sehr gut programmiert. Und wir versuchen da jetzt in die Fußstapfen zu treten und das auch weiterzumachen. Und vielleicht gelingt es uns ja eben auch den Blick nächstes Jahr wieder hierher zu bekommen.